Okay. Wir sind wieder hier oben. Diesmal sollten wir die Typen sehen. Na, bisher sehe ich nur wenig. Die Frage ist nur, wieso sehe ich die Typen nicht? Vielleicht sind die auch gar nicht mehr da, aber. Goldfrucht und Seele eines tapferen Kriegers. Okay. Na gut, scheinbar keine Typen mehr. Können wir dich nochmal benutzen? Wo hat sich? Da hat sich. Okay. Schön, schön. Was finden wir hier? Irgendwas Tolles, hoffe ich. Durgos Hut. Hat sich jetzt wahrscheinlich schon mehr gelohnt, als gegen die beiden Typen zu kämpfen. Ein beim blauäugigen Durgo beliebter Monokelhut vergrößert die Reichweite von Pfeilen. Der Held Durgo, ein herausragender Bogenschütze, verteidigte seine Heimat mit seinem Schwager gegen Eindringlinge. Mit seinem Schwager? Hä? Klingt irgendwie gar nicht so episch. Lanafirs Politik der Abgeschiedenheit. Zum Trotze war Durgo auch außerhalb des Reiches bekannt. Das sieht total furchtbar aus. Also vielleicht beim männlichen Charakter besser, aber beim weiblichen geht es gar nicht. Es geht aber allgemein auch nicht mit dieser fetten Rüstung. Das ist. Vielleicht ist das das Problem. Diese mega breiten Schultern und dann dieser kleine Kopf irgendwie. Wirkt nicht gut. Okay, die unsichtbaren Typen sind weg. Das, ja, gefällt mir doch ganz gut. Dann können wir dort nochmal nach unten. Ja gut, da blockiert man nochmal so einen Typ den Weg. Das ist aber nicht weiter schlimm. Weil die sind jetzt wirklich nicht schwierig. Außer sie blocken. Was er freundlicherweise nicht getan hat. Okay, und jetzt können wir da sicherlich nach unten. Nee, hä? Ach, jetzt sind wir hier. Ah, ja. Wer schießt? Ach du, okay. Aua. Oh Gott. Oh Gott, wie viele von den Typen schon wieder. Oh Mann. Die sind auch echt überall, muss man sagen. Kurz ein Tränkchen rein und weg mit dir. Ja, schade. Ah, noch zweimal getroffen. Sehr schade. Du nochmal. Da unten geht's, wie gesagt, runter, aber da will ich jetzt so nicht runterspringen. Das wäre ein bisschen arg tief. Aber ihr könnt nochmal Begleiter auf mich warten, aber bloß aus dem Grund, weil ich hier vorhin noch nicht hingekommen bin. Die Begleiter sind ja allgemein, glaube ich, überall, wo. Na, ich habe bisher einen gefunden, aber den habe ich erst erreichen können, nachdem ich das freigeschaltet habe. Na, ich bin mal gespannt. So, ich will da wie gesagt bloß nicht runterrennen. Das sieht nämlich ein bisschen arg tödlich aus. Ja, gut, okay. Ach, hier geht's noch nach oben. Okay. Gehen wir zuerst mal nach oben. Es geht sehr weit nach oben. Ah, und jetzt komme ich hier raus. Okay. Elizabeth Pills. Gut, den nehme ich natürlich gern. Jetzt sind wir auf der Brücke, frage ich mich. Ja, sind wir. Okay. Gut, dann haben wir da eine sehr kurze Abkürzung zum Lagerfeuer. Darunter, der sollte hoffentlich keine Leitern steigen können. Ich hoffe, der hat das Prinzip einer Leiter nicht verstanden. So, dann gehen wir hier nochmal durch, würde ich sagen. Oh, da geht's gar nicht arg weit durch. Da ist größtenteils bloß der eine Typ. Und selbst wenn er hier runter käme, dann sollte er so angeschlagen sein, dass ich ihn dann gleich umkombo kann. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Da könnte ich jetzt fast schon runterspringen, aber ganz ehrlich, wieso runterspringen, wenn ich auch hier einfach rutschen kann? Hallo Wallwächter. Oder Wallgolem eher. Aber du bist ja jetzt auch nicht der Allerschwerste, ja. Nein, 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 nein. Okay. Wenigstens funktioniert es bei denen wie bei mir. Das ist zu tief. Zumindest zu tief für meinen Geschmack. Da geht's doch runter. Ich muss hier keine Panik haben. Okay, tschüss. Das macht ihm aber gar nicht so viel Schaden. King der Resistenz. Ach, der Resistenz. Ich dachte, der Resistenz. Der Residenz. So wollte ich sagen. So habe ich gedacht. Da hinten ist irgend so ein Typ. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Aber ich gehe einfach mal tiefer. Ist ja bisher noch nichts allzu Schlimmes passiert. Und jetzt scheinen wir wirklich auf dem Grund zu sein hier so ein bisschen.
So, was willst du von mir? Ach, du bist der Typ, der da runtergefallen ist. Du willst gar nichts von mir hätte eigentlich. Du willst eigentlich bloß wieder nach oben. Komm, noch schnell ein Tränkchen. Okay. Ja, schade. War trotzdem noch voll geheilt, genau. Okay, das war ziemlich gut mit der Drehung. Ich habe mich theoretisch einmal so im Kreis gedreht, dass ich alle erwischt habe. Das war gar nicht verkehrt. Da liegt noch irgendwie so eine Lanze rum. Du bist keine Mimik. Du bist hoffentlich auch keine Falle. Nein. Du bist ein verwecktes Dämmerungskraut. Und zwar dreimal. Das, ja. Was soll ich dazu jetzt sagen? Hätte man sich auch sparen können. Benutze ich nämlich eh nicht. Könnte ich zwar theoretisch mal, aber naja. Ach so, das war so ein Hund, den man da gesehen hat. Oh Gott. Na toll, jetzt keine Ausdauer mehr. Das ist natürlich gar nicht gut. Aber noch ein Hund übrig. Na, nochmal. Schön. Haben wir die Hunde? Menschlichkeit bitte? Danke. Oder Menschenbild, wie auch immer. Und. Hier ist nichts. Zumindest auf der Seite nicht. Ich gucke jetzt aber nicht alles nach. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir ja schon wieder irgendwie so weit unten. Nicht. Wow. Also das Gebiet ist echt gigantisch. Wir sind jetzt auch schon bei über 3 Stunden. Und ich muss sagen, das Gebiet hört einfach nicht mehr auf. Das ist ja. Also ich will das jetzt nicht. Verstoßene Hexe Donner. Wo? Bitte nichts Überkrasses. Na, so ein kleines Kügelchen kann ich sogar blocken. Cool. Das kann ich weniger blocken. Oh Gott, was zum Teufel? Ja, block du ruhig. Verfehlt. Okay, du bist so gut wie Geschichte. Du bist so gut wie Geschichte. Bitte keine schwarze Magie. Ich wollte das gerade noch sagen, aber das ist Dark Souls halt. Okay, Eindringling verbannt, jetzt ist mir alles egal. Ja gut, du bist ja nicht ganz so egal, aber trotzdem. Nein, 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 nein. Okay, Glück gehabt. Menschenbild, danke, nehme ich gern. Ich bin zwar gerade im Kampf, aber egal. So. Und du bist Geschichte und dann sind wir hier in diesem kleinen Türmchen. Ja gut, der Backstep war jetzt nicht zwingend nötig gewesen, aber gut. Schön. Wo geht's denn hier rein? Ich hoffe, ich kam da überhaupt rein. Tatsächlich. Wartest du auf mich? Aha, komischer Helm. Ein Ritter aus Loimlois sucht das Chaos. Jetzt erst? Hä, was war das dann für ein anderer Typ, der davon gerannt ist? Hätte ich den töten müssen, oder wie? Verdammt. Wusste ich ja nicht, dass man die Typen so suchen muss. Okay, gut. Dann habe ich da irgendwas verpasst. Ich weiß nicht was, aber na, der Typ ist dann halt von mir davon gelaufen. Vielleicht hätte ich irgendwas von dem bekommen. Wahrscheinlich, dass man den so ein bisschen verfolgen soll. Na, egal. Wird schon nichts so Wichtiges gewesen sein. Okay, damit haben wir den. Damit haben wir den ersten jetzt. Toll, damit brauchen wir jetzt immer noch zwei. Damit sind wir jetzt irgendwie nicht weitergekommen. Okay, es geht. Wie geht der Aufzug bitte nach oben? Ah, vielleicht von der. Okay, gut. Von unten dann verbunden. Weil es waren keine Ketten oben, deswegen habe ich mich gerade gewundert. Wo führt das denn jetzt hin? Gab es nochmal eine Tür, die andersrum war? Ach so, ja, hier unten drunter. Ich musste echt gerade stark überlegen, wo das jetzt sein soll. Bei der Priesterin, genau. Dann sind wir ja schon ziemlich richtig, weil hier sind wir wie runtergekommen? Auch über einen Aufzug oder wie war das? Ich muss es nochmal kurz nachgucken, weil ich habe es gerade echt vergessen. Ach so, da sind wir nicht mal zurückgekommen. Ich weiß aber nicht mehr, was da war, aber ich glaube, da ging es dann einfach bloß runter auf diesen Wall. Aber viel später, da gab es noch die Leiter nach oben. Ah, schade. Würde ich eigentlich gern nochmal hin. Das könnten wir aber auch später machen. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass wir es jetzt machen. Allgemein, ich muss mal gucken, wie lange ich jetzt allgemein noch mache. Weil dass das Ding jetzt schon 3 Stunden geht und dass wir theoretisch noch nicht mal alles gesehen haben von dieser Stadt. Ich meine, ich habe ja irgendwann hier abgebrochen, einfach bloß, weil ich
Ich will mir endlich mal seinen Namen merken können. Meine Güte. Ava, genau, Ava, sowas. Schlimm. Ach so, und dann kam hier der Nebel mit dem Boss. Stimmt, da war was. Jetzt könnte ich mal reingucken. Vielleicht mache ich den dann noch. Es war gar kein... Toll, toll, ganz toll. Richtig, richtig gut. Dafür musst du sterben, egal ob du es verdient hast oder nicht. Das... Ich höre dahinter bloß Gerascheln und denke, da ist ein Boss. Und dann kommt hier bloß ein Leuchtfeuer. Oh Mann! Wie mies war das denn? Na gut, okay. Man kann es halt echt nicht wissen. Und die Seelen zu dem Zeitpunkt wollte ich echt nicht verschwenden. Und ich meine, es hat ja auch irgendwie geholfen, sage ich mal. Weil wir haben ja... Oh Gott. Toll, und jetzt ist der Golem da frei. Wir haben dadurch ja... dann Ava getötet und sind ja schon in der Geschichte so ein bisschen weiter. Das heißt, es war ja eigentlich genau der richtige Weg, den wir da gegangen sind. Ja gut. Dann würde ich aber sagen, überlasse ich das dem nächsten Mal und dann machen wir das nächste Mal das voll fertig. Innere Wall. Okay, das Einzige, was ich jetzt noch machen will zum Abschluss, ist nochmal... Was ist denn da jetzt der beste Punkt? Die verlassene Behausung? Und wo muss ich dann hin? Da muss ich da raus. Und da will ich dann nochmal in diesen Turm hochklettern. Das ist die letzte Tat, die es heute sein soll. Und ja, da machen wir da das nächste Mal weiter. So, jetzt darüber. Ja, dann würde ich sagen, haben wir hier viel erreicht. Sind auch ziemlich gut vorangekommen, würde ich sagen. Also, außer bei ein paar Sachen sind wir eigentlich auch kaum gestorben. Also, bin ich kaum gestorben. Also... Von dem her würde ich sagen, ein in Anführungszeichen angenehmes DLC. Von den Gegnern her und sowas. Es gibt zwar seine komischen Stellen, so wie, naja, die Verfolgungsjagd damals. In diesem kleinen Häuschen. Vorhin für mich eher. Aber ansonsten, ja, geht es eigentlich. Und es ist eigentlich ein ganz cooles DLC. Also gefällt mir bisher ziemlich gut. Kann man auch schön durchspielen, sage ich mal. Auch tatsächlich ohne das... Was macht er denn? Okay. Auch tatsächlich ohne, dass es jetzt irgendwie die ganze Zeit nervt. Die einzige Stelle, die jetzt genervt hat, war wieder diese Zusatzstelle mit diesem komischen... Oh, dass du so nah hinter mir bist, wusste ich jetzt nicht. Das war jetzt natürlich blöd. Also, dass du mich jetzt die ganze Zeit noch verfolgst. Damit konnte ja keiner rechnen. Und wieso kommt die jetzt noch? Hört auf, mich alle zu stalken hier. Ich habe gesagt, aufhören damit. Okay. Mal kurz ein Tränkchen. Toll, jetzt hat er auch ein Tränkchen getrunken, aber jetzt ist wenigstens sie weg. Jetzt können wir bloß noch wir beide hier kämpfen. Backstep, nein, schade. Aber trotzdem gut Schaden bekommen. Er trinkt ein Tränkchen in der ganz falschen Zeit. Wunderbar. Schön, dann könnte ich die beiden Kisten ja nochmal öffnen. Dann bin ich nämlich hiermit fertig. Elizabeth Pilz dreimal. Sonst nichts, schade. Weil ich würde doch ganz gerne da alles hier erkunden, weil das letzte Mal im Turm habe ich mir halt nicht die Zeit genommen. Ach so, hi. Habe ich mir halt einfach nicht die Zeit genommen, alles wieder zu erkunden und habe dadurch prompt gleich einen Boss verpasst. Und das fand ich halt ein bisschen schade, dass ich da am Ende echt so ein bisschen durchgerusht bin. Da gibt es ja auch noch einiges, was man... einige Götzen und sowas, die man töten könnte. Da gab es auch noch so einen Turm, dieser Außenturm da so ein bisschen. Und ich glaube, eventuell werde ich da dann auch mal zurückgehen. Nach dem DLC dann nochmal so ein kleiner Nachtrag vom Eisenturm oder vom Nebelturm halt. Aber bloß, weil es mich ja selber ein bisschen interessiert, was da hinten lauert. Beziehungsweise, weil es auch einfach schade ist. Walgolem im Stulpen. Weil es einfach schade ist, dass... Ja, dass man sich das nicht komplett anguckt. Oder dass ich mich da mir das nicht komplett angucke. War die Tür schon immer offen? Nein, das wüsste ich. Wenn ich in der Tür schon mal drin war. Okay, das war eigentlich gar nicht schlecht. Hatte ich jetzt nichts dagegen. Und wo komme ich jetzt hier hoch? Das war nämlich genau der Gang, den ich gehen wollte. Ah, zu einer kleinen Kiste. Schön. Und zu einem kleinen Eistypen. Nein, nicht angreifen, nicht angreifen. Ich öffne doch gerade eine Kiste. Okay, gut. Ich war noch unverwundbar. Glück gehabt. Ah, komm. Okay. Schön. Was haben wir hier drin? Splitternder Blitzspeer. Was ist denn der splitternde
Blitzspeer. Das ist ein total dämlicher Name. Ach so, das ist eine Flügellanze. Hä? Sollte es nicht dran stehen? Das Blitzelement? Das ist sicherlich wieder ein Zauber, ne? Seelenfokus, Chamäleon, Seelengeysir. Splitternde Blitzspeer, ja. Ja, ja. Also, das heißt, Wunder sind dann auch gleich zu nehmen mit Donner. Pyromantie, Feuer, dann Magie ist Magie, klar, und Wunder sind dann Blitz. Okay, dann weiß ich das auch mal. Was welches Element hat, ist mir zwar eigentlich egal, aber trotzdem. Menschenbild einmal, nehme ich gerne. Kann ich immer gebrauchen, vor allem gegen Bosse. So, und da war ich ja gerade, genau. Habe ich schon den Hund gesehen da draußen. Ja, wunderbar. Okay, Seele eines großen Helden, die nehme ich natürlich gerne. Jetzt sind wir gerade beim Anfang. Schön. Auch schön, dass hier alles so gut verbunden ist. Oder? Also man kann ja nicht wirklich riesig große Abkürzungen schaffen, aber trotzdem, es hat so einen gewissen Zusammenhalt irgendwie, dass man immer wieder zu Gebieten kommt, die man schon kennt. Und es gefällt mir einfach. Weil dann sieht man, dass man irgendwie doch schon Fortschritt macht, aber trotzdem im selben Gebiet bleibt. Und nicht einfach bloß durch ewige Tunnel reist und dann irgendwo anders ist. Weil so muss man der Stadt halt eine gewisse Dynamik geben oder einen gewissen Aufbau halt. Was man bei solchen Tunnelgängen irgendwie nicht machen muss. Achso, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal gehen. Ja gut, da kann ich eigentlich auch die Feder benutzen, weil auf dem Weg war nichts mehr. Und dann kann ich mir merken, dass es ab da dann nichts mehr zu gucken gibt. Weil ich da jetzt alles dann fertig habe. Wir haben jetzt auch den ersten Ritter mal gefunden. Meine Güte. Fehlen ja nur noch zwei. Wobei ich jetzt denke, dass die beiden dann... Achso, jetzt bin ich hier, verdammt. Wobei ich denke, dass die beiden dann relativ nah beieinander sein müssen. Einfach in diesem hinteren Gebiet jetzt. Ich bin auch mal gespannt. Zumindest war es der eine Typ nicht, den ich da so ein bisschen verfolgt habe. Das war natürlich ein bisschen blöd. Achso, und blöd war jetzt auch, weil ich wollte eigentlich nach Majula. Das war jetzt richtig blöd. Na gut, dann ja, werten wir uns nochmal kurz aus. Werten wir uns auf, so. Ich wäre dabei noch runtergerannt. Das wäre super gewesen. Wie viel brauche ich denn? 34, wow, das heißt 12, krass. Langsam funktioniert das nicht mehr ganz mit den Level-Ups. Oh, das waren 20, verdammt. Kann ich dann vielleicht gleich... Das sind 34, dann 35 noch dazu. 60 sind 70. Oh, wow. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr schaffen mit den Seelen. Nee, dann lasse ich ein paar übrig. Wobei ich jetzt, glaube ich, fast so viele übrig habe. Ah, ich kann meine Rüstung verbessern. Gehe ich nochmal in Stärke, würde ich sagen. Tick mehr Schaden. Oder wieder Konstitution. Ich mache die beiden mal auf 50. Habe ich noch 8000 Seelen übrig. Ja, passt. Schön, schön. Und dann habe ich ja ein bisschen was an glitzerndes Titanit gefunden. Das kann ich hier dann gleich reinklatschen. Gegenstände kaufen. Der hat ja nichts weiter Neues. Genau. Reparieren brauche ich nicht. Verstärken. Halt so. Wo ist er denn? Was war das denn? Achso, die ganzen Alon-Sachen. Stimmt. Da ist meine Rüstung. Was bringt mehr? 130, aber wir sind 9 mehr. Das bringt gar nicht schlecht. Oh, braucht aber auch 3. Stimmt, das ist die letzte Erweiterung. Das bringt 11 mehr, das bringt 9 mehr. Da mache ich doch meine Gamaschen weiter. Damit war es das jetzt leider schon. Aber wir haben nochmal ein bisschen mehr Ausrüstung bekommen. Und es erhöht ja auch wirklich alles. Es erhöht ja auch die Magie und die Feuerabwehr, so ein bisschen zumindest. Ja, von dem her, finde ich, passt das schon. So. Ja, ja, ja. Okay, gut. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Dark Souls 2, Crown of the Ivory King, wenn wir die zwei letzten Ritter suchen. Also dann, ciao.